Nur man muss halt erstmal drauf kommen. Dass sich diese Fledermaus jetzt auch nicht bewegt, finde ich ein bisschen skurril. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Eroberung, der dritte Teil von der Heldentrilogie. Und bin, wie ihr seht, wieder ins Anwesen gegangen, habe offscreen mal ein bisschen rumgesucht, weil irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Und ich habe eine Notiz mit Zahlen gefunden, die ich jetzt mal lesen will. 198363, den Rest kann man nicht entziffern. Ich mache mir da mal über das Snipping-Tool einen Screenshot, den ich mir daneben dranlegen kann. Weil ich habe da so einen leisen Verdacht, wie diese Rätsel mit den Nummern hier funktionieren können. Tatsächlich. So. Genau. Ja. Und jetzt müssen wir wieder so eine Zahlentür finden. Wir kennen die ja. Die Zahlentüren. Wir haben sie hier schon ein paar Mal getroffen. Moment, da ist auch eine Notiz oben. Die müssen wir uns mal hier, ne? Oh, okay. Dann wird es jetzt schwierig mit dem Snipping-Tool. Dann mache ich es anders. Ich gehe jetzt in Discord und schreibe das einfach meinem zweiten Account gegen. Schmetter ich einfach entgegen. Also die Notiz von gerade war Punkt 1, Punkt. Der Punkt 98, der 363. Warum, wer sich fragt, warum ich einen zweiten Account auf Discord habe, das ist einfach, damit ich mit dem zweiten Account auch Rechte und so testen konnte, gerade auch wegen meinem Discord-Bot, den ich auch selber entwickle. Deswegen war da so ein zweiter Account ganz geschickt. So, ich lese es natürlich. Auf kann ich leider nur eine Zahl erkennen, das nützt mir wenig. Ah, okay. Ja, egal. Ach, stimmt ja. Es hatte ja so grauenhaft gemachte Teleport-Events. Und ich werde auch immer auf die rechte Seite geportet, also einfach rüber kopiert. Da war mal wieder jemand faul. Ich verstehe das schon. Beziehungsweise ich verstehe das schon. Meine ich damit, dass ich verstehe, wie das zustande kommt. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Außer ein Poundhausen gibt es hier nichts Besonderes zu sehen. Weil die Zeit sollte man sich schon nehmen. Es sind so kleine Details, auch so kleine Details haben viel Wirkung auf den Gesamteindruck eines Spiels, wie ich finde. Ein Inferiegut, okay. Kann ich hier eigentlich irgendwie die Bären mitnehmen? Ne, schade. Ich meine, die sehen doch nur gut aus. Wir sind so einem verrotteten, verwitterten Anwesen, also dies passt ja irgendwie nicht so recht. Aber ich muss zugeben, diese Notiz hätte man durchaus erkennen können, das sah gerade komisch aus, als ich durch die Tür bin. Aber es passt. Nicht so ganz. Ja, eigentlich bin ich ja noch hinter der Tür. Hier ist es okay, dass ich davor bin. Hier ist es, sollte man dahinter sein. Das ist auch so dieses, da habe ich noch ein Video gesehen von einem Makerer, der erklärt hat, wie man im RPG Maker, das war aber allerdings schon ein neuerer Maker, aber man könnte es im alten wahrscheinlich ähnlich aufbauen, wenn nicht sogar identisch, wie man da Brücken baut. Brücken, bei denen man unten durchlaufen kann. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Treppe raufgehen würde, oben drüber laufen kann. Weil das geht im RPG Maker nicht so ohne weiteres. Und er hat da eine recht elegante, coole Lösung gefunden. Muss ich sagen, Hut ab. Hut ab, Hut ab. Genau. Und was? Ein Blutfleck. Ja, okay. Dann ist der da halt. So. Haben wir hier irgendwo was, wo wir Zahlen benötigen? Die Tür scheint zu klemmen. Ah, ja klar, in der Mitte unten brauchen wir noch ein Zahlenschloss. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, komm. So, welche Zahlen eintippen? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier eintippen soll. Am besten sehe ich mich erstmal etwas um. Okay. Irgendwo müssen wir eine passende Zahlentür haben. Hier wahrscheinlich nicht, weil hier gibt es keine Tür, die wegführt. Nee. Was blockiert mich hier jetzt bitte? Ah, hier war die Kiste, die wir darüber geschoben haben. Das meine ich damit, oder was meine ich damit? Das meine ich damit, diese Kiste, die wir hier runtergeschoben haben. Solche Sachen kommen dadurch zustande, weil der liebe Mr. Lady ein bisschen,
ja, ich sag mal, faul ist die liebe Mr. Lady. Ich glaube, es war nicht sie. Ich hatte es irgendwann mal erwähnt, dass ich das ja inzwischen mal nachgeschaut habe. Aber ich könnte es mir schon wieder nicht merken. Aber Österreich war, glaube ich, österreichischer Maker bzw. Makerin. Person, die war da ein bisschen faul und hat nicht immer so darauf geachtet, dass dann die umgeschalteten Events, also hier ist jetzt quasi der Trigger umgeschaltet von wegen, ey, die Kiste wurde runtergeschoben, also brauchst du sie hier nicht mehr anzeigen. Das ist dann die zweite Seite desselben Events, dass er die nicht auf unterhalb des Helden gesetzt hat. Genauso ist unten, wo jetzt die Kiste ist, durch den Schalter ein Event angesprungen. Hier zeigt die Kiste an. Und ja, eigentlich müsste man hier jetzt einfach das Ereignis auf unterhalb des Helden setzen. Und dann funktioniert sowas auch. Jetzt in so einem Fall wie hier ist es weniger tragisch, aber es gibt halt bei Mr. Lady Spielen auch so Fälle. Da ist ein Gang, ein Feld breit, du kannst da was auf einem Tisch finden und danach die zweite Seite von dem Ereignis ist dann halt auf gleiche Höhe des Helden. Und wenn du dann in die falsche Richtung rausgelaufen bist, dann hast du dich da halt einfach eingesperrt und so ein Scheiß. Also das ist. Die Spiele können durchaus unterhalten und alles, aber sie sind halt programmiertechnisch, Anführungsstrichen, nicht die besten. Also das muss ich wirklich dazu sagen. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass jemand, ich glaube, es war Kyodai, geschrieben hat, von wegen, oh, es traut sich jemand Eroberung. Aber, ja. Ich finde, die Spiele können durchaus unterhalten, aber es sind, das gebe ich selber offen und ehrlich zu, nicht die besten von der Programmierung her. Aber ich finde, man muss auch solchen Spielen mal eine Chance geben. Und es ist ja jetzt nicht irgendwie unterirdisch schlecht oder so. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre es irgendein dahingerotzter Mist, ne? Falls ihr wisst, wie ich meine. Zahlen eintippen. Okay, was soll ich jetzt bloß eingeben? So, jetzt habe ich hier meine Notizen. Die sagen Punkt 1, Punkt. Also an zweiter Stelle eine 1. Dann bleiben nur noch die ersten drei hier übrig. Dann sagen sie des Weiteren, in dem zweiten Dreierblock, der soll auf 9, 8 enden. Das wären der erste und der letzte. Das heißt, es müsste das erste sein, weil das letzte haben wir schon durch die 1 ausgeschlossen. Geschafft. So. Und jetzt will ich damit nochmal eine Lanze brechen, weil neulich jemand gemeint hat, von wegen, wie man auf diese Zahlen kommen soll, von wegen, das könnte random sein, würde zu Mr. Lady passen, irgendwie sowas in der Art. Nein. Es hatte hier eine Logik dahinter. Ich bin nur nicht direkt drauf gekommen. Jetzt bin ich drauf gekommen. Ich habe sie gerade erklärt. Ich wollte hier jetzt einfach eine Lanze brechen. Aber umgekehrt habe ich natürlich auch gerade das mit der Truhe erklärt. Also es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille, ne? Sieht aus wie ein Funkelstein. Ich habe gehört, dass die sehr selten zu finden sind. Und das ist, da muss ich halt sagen, ich bin selber ja kein RPG-Maker-Entwickler. Ich habe ja zwar mal ein Spiel angefangen, das könnt ihr in meinem 300-Abonnenten-Special sehen. Da habe ich das mal gezeigt, habe es relativ schnell aber bleiben lassen. Hier steht eine Kiste mit Getränken. Aber ich bin berufsmäßig eben Software-Entwickler und entwickle da eben, ja, mit JavaScript und inzwischen auch hin und wieder mal mit Java, aber hauptsächlich JavaScript und Vue.js. Sieht aus, als könnte man das als Fackel benutzen, okay. Und privat eben unter anderem dann auch mit React zusätzlich. Und deswegen, ich kenne mich so ein bisschen aus, was hier liegt eine Kautschuhe, was entwicklungstechnisch so dahinter steckt hinter solchen Dingen. Und behaupte mal, dass ich trotz, dass ich jetzt selber nicht viel RPG Maker spiele, mache, durchaus so ein bisschen einschätzen kann, was da so dahinter steckt. Jetzt will ich aber, bevor ich hier reingehe, nochmal kurz speichern und mich heilen. Es ist auch so komisch, dass ich hier so weit runterkomme. Also da ist das Chipset nicht so richtig eingestellt. Die Events. Die beiden. Speichern auf Spielstand 10. Let's go. Bumm. Aber man muss sich halt natürlich die Zahlen merken. Und da wäre es natürlich schön gewesen, wenn Mr. Lady da sowas eingepackt hätte, reingebaut hätte, von wegen ein Bild oder so. Ich habe die Notiz mitgenommen hier, das ist die Notiz, dass man es nebenbei sehen kann und sich nicht niederschreiben muss. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Das Rätsel an sich finde ich eigentlich eine coole Idee. Nur man muss halt erstmal drauf kommen. Dass sich diese Fledermaus jetzt auch nicht bewegt, finde ich ein bisschen skurril. Hier liegt eine Notiz mit Zahlen. 4.9, ja, das schreibe ich mir wieder nie wieder. 4.9. 0. Punkt, nee. Punkt 05 und
7, 2, Punkt. Die wird nämlich wieder genauso funktionieren. Ja. Kann ich euch schon mal sagen, dass das ziemlich sicher so sein wird. Und dann let's go. Das finde ich jetzt aber irgendwie nicht so cool. Nagt an dir. Das sollte schon machbar sein. So. Oh. Gehen wir mal so. Also die kriegt ja die Fledermänner One-Hit, die andere da. Diese, nicht Kara, sondern die andere hier. Doch, die Kara, ja. Ne, die Hauptprotagonistin war ja Switchet. Moment, machen wir es mal so. Jawohl. Jetzt mach sie einfach nieder. Mach sie einfach nieder. 15 schon ein bisschen viel. Aber ich würde es mal testen, dass ich diesen Ausdauerbalken da unten halt, diesen Hungerbalken nicht höher setze als nötig. Also hier gegen die komme ich ja jetzt gut an, weil ich die eben alle mitnehme. Und das ist bei solchen Spielen natürlich auch ganz wichtig, wenn man wirklich von Anfang an jeden Gegner mitnimmt, den man bekommen kann, selbst wenn es ein bisschen nervig ist, dann hat man irgendwann keine Probleme mehr und kann einfach quasi Enter drücken, so nach dem Motto. Und das hilft dann schon, das ist dann schon auch angenehm. Weil die Spiele halt davon im Normalfall ausgehen, dass eben die Spieler nicht Bock haben, auch jeden Kampf mitzumachen. Hab ich auch nicht, aber umso mehr freue ich mich dann darüber, wenn ich halt irgendwann einfach nur noch Enter drücken brauche. So, Zahlenschloss. Zahlen eintippen, was soll ich jetzt bloß eingeben? So, wir haben 4, 9. 4 und enden auf 9, die letzten beiden hier. Dann das nächste ist Punkt 05, also dieses hier. Was? Eine Giftfalle? Bin ich doof? Warte mal. Zahlen eintippen. 4.9. Das sind die unteren hier. Das nächste ist 0. Achso, da treffen noch beide zu, okay. 0.5 treffen die auch beide noch zu, okay. Und dann haben wir 7.2 Punkt, also es ist diese hier. Ja, okay, mein Fehler. Geschafft. Ja, war mein Fehler, aber ich hatte ja direkt hier nebendran die Heilung, also alles easy. Sieh dir nur diese Bibliothek an, Widget. Ist ja riesig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Besitzer muss wohl eine Leseratte gewesen sein. Komm, lass uns sehen, was sich da hinten verbirgt. Ich nehme an, noch mehr Bücher oder erwartest du etwa einen riesigen Schatz? Na klar, was denkst du denn? Ich möchte den ganzen Weg nicht umsonst gegangen sein. Ja, gut, erstmal ein Funkelstein. Aber ich will mal speichern. Auf die 12, voll auf die 12 sozusagen. Und dann hier schauen, ob es ein interessantes Buch gibt oder sich irgendwo was zwischen den Büchern verbirgt. Ja. Dup. Ja. Jeder Salz. Fatz, vollgeköpft. Makaberer Einstellungsfehler, muss ich schon sagen. Sieht so aus, als hätte da jemand einfach einen Kopf auf dem Regal. Also, mit der Person möchte man sich da nicht anlegen. Einfach so einen Kopf auf dem Regal kann man ja mal machen. Ja. Zack. Öffnen. Das ist Rotwein. Eigentlich nichts für Kinder, aber ich habe nie behauptet, noch eins zu sein. Ja. Okay. Das hier sieht auch komisch aus, aber okay. Sieht das unten auch so aus, wo es zum
makaber war? Oh wow. Das war jetzt wirklich eine Überraschung. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass beim Zurücklaufen welche kommen. Eieiei. Boah, wir nehmen sie natürlich mit, Leute. Ihr kennt das ja. Dadurch, dass wir hier auch uns gleich wieder voll heilen können, auch mit Mana, setze ich auch gerne die Skills ein. Herr Mana. Hier unten war das nicht so. Also hier war das, ach so, wegen der Scheibe, okay. Ah, ja, gut. Gut, ich verstehe. Ich verstehe. Aber ich bin auch nicht der beste RPG Maker Rapper. Könnt ihr eben in dem vorher angesprochenen Video auch sehen. Und ich bin schon wieder unsichtbar. Ah, jetzt nicht. Okay. So. Weil ich könnte vielleicht auch kurz speichern. Okay, wenn ich die rechte Tür nehme, passiert das nichts. Voll auf die 13, okay. Passiert das bei der linken? Werde ich da immer unsichtbar? Wenn ich jetzt Enter drücke? Unsichtbar? Jetzt warten. Nein? Wow, okay. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber gut zu wissen. Also wir gehen dann lieber rechts raus, Leute. Genau denselben Fehler habe ich übrigens, falls es interessiert, bei Die Reise ins All auch gehabt. Dass plötzlich mein Charakter unsichtbar war. Ja, keine Ahnung. Also, ja, ist jetzt hier, keine Ahnung. Da ist irgendwas mit dem Zurücksetzen der Transparenz oder was auch immer fehlgeschlagen. Und ja, deswegen muss man mit solchen Charakteränderungen vom Aussehen her immer ein bisschen vorsichtig sein. Und die genauestens testen, damit da kein Mist bei rumkommt. In meinem eigenen Projekt, das ich eben abgebrochen habe, da habe ich auch ein eigenes Menü gebaut, wo ich dann für das Menü den Charakter auf eine Cursor-Grafik gesetzt habe. Und da habe ich auch penibelst getestet, dass ich auch ja danach wieder auf den Charakter zurückswitche. Aber gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Eroberung. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.